Mein Vorgänger bei Highway TV Sport, Markus Messitsch, war mit dem Fahrrad unterwegs, sprich auf zwei Rädern. Ich habe Ihnen versprochen, dahin zu gehen, wo es wirklich wehtut, und bin heute mit dem Einrad unterwegs. Highway TV ist heute zu Gast bei Alexandra Pötz, Vize-Weltmeisterin im Einrad Cross Country. Und ich sag nur, von nun an geht's im wahrsten Sinne des Wortes bergab. Ja, liebe Alexandra, wie bist du zu diesem Sport eigentlich gekommen und wann hast du diese Leidenschaft denn entdeckt? Angefangen hat alles circa vor 7 Jahren. Da mein Papa hat beim Hofer, hat also ein billiges Einrad gehabt, so hat es der Gaudi. Und ja, es hat nicht lange gedauert, haben wir es dann eigentlich alle, also wir 4 von unserer Familie Kindern, weil wir uns natürlich gegenseitig in Anspann geben, dass jeder das erste kam und nach einer Woche haben wir es auf Kindern. Und ja, es hat sich oft ergeben, dass wir von anderen einen zum anderen gekommen sind und ja, es macht uns sehr viel Spaß. Welche Disziplinen gibt es da konkret? Was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt wahnsinnig viele Disziplinen. Also wir waren 2012, vor 2 Jahren waren wir bei der Weltmeisterschaft in Südtirol, in Brixen unten. Und es ist echt ein Wahnsinn. Es gibt über Vertrail, Freestyle, also Hockey, Basketball, man kann wahnsinnig viele Sachen machen. Und ja, wir sind vor allem im Downhill halt beschäftigt. Was bedeutet jetzt Downhill genau? Wie Downhill mit dem Radl kann man Downhill auch mit Einrad machen. Also wir fahren einfach im Berg hoch, über Stock und Stein. Welche großen Erfolge konntest du schon verbuchen? Der größte Erfolg war sicher 2012 bei der Weltmeisterschaft in Brixen. Obwohl wir eigentlich ja Downhill fahren, sind wir aber im Cross Country, in meiner Schwester, auf Platz 1 und Platz 2 gestanden, also Weltmeister und Vize-Weltmeister. Und im Downhill hat meine Schwester Platz 2, also Vize-Weltmeisterin, und ich bin im dritten Platz belegen dürfen. Wie sieht denn so dein Trainingsablauf aus? Mein Training, also wirklich Training, ob ich nicht wirklich. Wenn ich Zeit habe, fahre ich daheim eine Runde, entweder so nur bergauf und bergab oder halt im Berg, nur im Bergab. Ja, je nachdem, wie es mir gerade Spaß macht. Und ich glaube, heuer steht ja noch ein Großereignis an. Ja, stimmt. 2014 ist die nächste Weltmeisterschaft, die Unicorn 17 in Kanada. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Sponsoren finden, dann wenn wir rüberfahren, rüberfliegen. In welchen Disziplinen wirst du da antreten? Zurzeit haben wir uns vor allem halt für den Downhill angemeldet und auch für den Cross Country wieder. Das ist einfach ein Parcours, was man in einer gewissen Zeit schaffen sollte, und je nachdem, wer am schnellsten den Parcours bewältigt, gewinnt halt. Und spaßhalber haben wir uns auch beim Marathon angemeldet, also nur beim kleinen Marathon. Wie viele Kilometer sind das? 10 Kilometer. Es gibt so einen größeren Marathon über 100 Kilometer. Aber den werden wir uns natürlich zufrieden. Da braucht man ein bisschen Training dafür. Wie sehen denn deine weiteren Ziele für die Zukunft aus? Mein weiteres Ziel, glaube ich, ist zunächst einmal Kanada. Dass wir da vielleicht ein bisschen was machen können. Also wirklich nachher mal schauen, was mir noch Spaß macht. Liebe Alexandra, dann darf ich dir alles Gute für die Weltmeisterschaft wünschen. Und wir von Highway TV gehen jetzt dahin, wo es wirklich wehtut. Alexandra, willst du mir es beibringen, ein bisschen Einrad zu fahren? Versuchen wir es. Ja, genau. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sieht leicht aus, als es ist. Ich bleibe lieber beim Fahrradfahren auf zwei Rädern. Bis zum nächsten Mal.